So könnt ihr ein gemeinsames Mahl einnehmen und den Erzählungen von Boytax lauschen oder eben sie auch ignorieren. Einen Tag später steht ihr dann an der riesigen Feste Hohenstein, die ja die Wehr zur Marke Romulus darstellt. Auf einem ehemaligen Vulkan, einer Quellkuppel aufgebaut, eine Gipfelburg, die hier nach oben ragt und das schwarze Gestein, was Boytax direkt deuten kann. Die Felsen überragen hier am östlichen Fuß des Berges die ja, gelegene Stadt Rabenbrücke, an der ihr schon vor kurzem erst vorbeigekommen seid und die euren Unmut so sehr erregt hat. Ihr könnt die Stufen nach oben steigen und werdet eingelassen. Also das war schon mal einfach. So, wir müssen mit Lindian Hal sprechen. Ich hoffe, er schläft uns nicht ein, das dabei. Ich hoffe, er bewirft uns nicht mit seinem Besteck. Ihr könnt einige Banner erkennen, unter anderem diejenigen von Okurian, diejenigen, die aus Almada mitgekommen sind und die mit ihrem schweren Akzent euch so sehr anstrengen, wenn sie in den Gängen und Fluren an euch vorbeilaufen, bis ihr dann von einem Diener in einen großen Saal geführt werdet, der ebenso leergeräumt ist, keine Tafel, die es hier so gibt. Und nachdem ihr dann ungefähr 10 Minuten lang warten gelassen wurdet, betritt Selindian Hal den Raum, neben ihm zwei, drei almadanische Wachen, die ihn links und rechts begleiten. Ah, die Helden. Sehr gut, sehr gut. Ihr wollt euch also meinen Eroberungen anschließen. Wir wollen gegen den Drachen vorgehen. Das ist unser Ziel. Der Drache. Dieser verdammte Drache, genau. Genau. Ah, und wir haben die Möglichkeit, ihn auf die Hörner zu nehmen. Wir haben die Möglichkeit, ihn zum Kampf zu zwingen und mit allem anzugreifen, was wir haben. Mit der gesamten Macht. Der gesamten Macht der Zwerge. Selbst eure Schwester werden wir wohl für diesen Zweck einspannen können. Sie einspannen. Ja. Das klingt gut. Bis der Drache rot sieht. Bis der Drache rot sieht. Und bis der Drache vom Himmel fällt. Bis der Drache nichts mehr ist als Staub. Ha. Das gefällt mir. Wo ist er denn? Wir können ihn zu uns aufs Feld zwingen. Ein Zwerch in der Nähe vom Ochsenwasser. Ich werde selbst dort sein und ein mächtiges Ritual vollführen und den grauen Mann herbeirufen, der an unserer Seite streiten wird. Gegen den Drachen. Ich freue mich schon. Ich habe ein neues Pferd bekommen. Ich werde ihn selbst erlanzen. Das Das. wird mir die Kaiserwürden einbringen. Und niemand wird das je wieder verneinen. Aber um den Drachen zu rufen, brauchen wir etwas. Und deshalb sind wir zu euch gekommen, weil nur ihr uns es geben könnt. Aha. Der Drache ist auf der Suche nach Kaiserblut. Und wer hat dieses Kaiserblut? Er überlegt. Zuckt mit den Schultern. Naja, ihr. Und das brauchen wir. Ihr braucht Also, mein Blut? genau, ein Tropfen oder zwei. Wir haben eine Fiole dabei, wenn ihr so freundlich wärt, uns das Blut zu geben. Jetzt schon? Naja, ihr könnt es uns auch geben, wenn wir dort sind, aber es ist eigentlich egal. Mir ist das auch egal. Dann machen wir es besser jetzt schon. Schaut dich misstrauisch an. Ihr wisst, dass wenn ein Stier gepiekst wird, dass er umso zorniger wird. Richtet diesen Zorn auf den Drachen. Er nimmt einen Dolch vom Gürtel und piekst sich in den Finger. Ja, ich würde das Blut in der Fiole auffangen. Die Leibwächter tasten dich vorher kurz ab, lassen dich dann aber durch, wenn sie dir kurz den. Lässt du dir die beiden Dolche abnehmen? Ja, selbstverständlich. Ja, kannst du dir den einmal den Bernsteindolch und den Vulkanglasdolch abnehmen lassen? Kannst du dann dir das Blut abfüllen lassen und ja, dann geben sie dir auch deine Dolche wieder, nachdem du dann wieder auf Abstand gegangen bist. Dank. Selindian funkelt dich zornig an. Jetzt Und hasse ich nun ihn noch mehr. richtet diesen gesamten Zorn auf den Drachen. Nichts anderes verdient er. Das ist gut. Und wenn wir dann schon meine Schwester eingespannt haben und ich als Kaiser davon reite, werdet ihr meinen Anspruch unterstützen.
Naja, ich bin, wie gesagt, ein Zwerg. Ich bin dem Hochkönig verpflichtet. Wenn der Hochkönig euch unterstützt, unterstütze ich euch selbstverständlich auch. Und was ist mit den anderen Helden? Ihr werdet zu meiner Krönung kommen. Nach Garad. Euer Hoheit. Wir werden vorrangig zunächst einmal den unterstützen, der am Ende noch am Leben ist. Das ist eine gute Idee. Der das Schlachtfeld überlebt, wird Kaiser. Also natürlich von mir und meiner Schwester. Gut, dann wäre das ja geklärt. Wir verabschieden uns jetzt. Wir müssen nämlich noch wichtige Vorbereitungen treffen. Wir rechnen mit euren Truppen. Aber ihr werdet mich auch unterstützen. Ich will den unterstützen, der überlebt. Sehr gut, das wollte ich hören. Isarun, ihr kommt zu meiner Krönung? Wenn ich es einrichten kann, gewiss. Aber wieso wenden wir uns nicht erst einmal den Schlachtplänen zu? So ein Stier ist doch sicherlich daran interessiert. Wieso bereitet ihr euch eigentlich nicht darauf vor, schnellstmöglich eure Truppen in den Norden zu verlegen, dort, wo die Zwerge eine große Fläche gerodet haben, um ein geeignetes Schlachtfeld herzustellen? Die Kavallerie aus Almada könnte da doch gut eingesetzt werden. Ja, sicher, wenn das Schlachtfeld groß genug ist. Aber das ist ja nur Logistik. Einen Schlachtplan brauchen wir nicht. Wir reiten einfach auf den Drachen zu und lanzen ihn um. Nun, vielleicht wollt ihr da nochmal die Meinung eurer Heeresführer anhören. Vielleicht haben die noch besonders gute Ideen. Meine Großmutter ist in Garad verblieben und Okurian kämpft gerade in Rancar Retena. Ich denke, wir brauchen ihn auch hier. Okurian von Rabenmund? Warum? Ist er nicht ein getreuer Volksmann von euch? Natürlich. Er will sich doch sicher auch gegen den Drachen beweisen. Er verteidigt die Brücke gegen Ludolf von Wertling. Okurian von Rabenmund ist ein sehr Paios-gefälliger Mann. Und nur Paios vermag es, die dunkle Magie des Drachen zu brechen. Auch dies hätte die wohl einsehen müssen. Ihr seid doch auch ein Paios-gefälliger Mann. Nun, natürlich, aber ich bin nicht euer Paios-gefälliger Mann. Schließlich. Er fummelt dich böse an und tritt auf dich zu. Schließlich brauchen mehr Leute auf dem Schlachtfeld als nur ihr den Schutz. Ich werde der Kaiser sein. Wenn ich am Ende überlebe. Euer kaiserliche Hoheit, nichtsdestotrotz bin ich Albuin Invictus verpflichtet. Und danach mir. Wenn ihr überlebt, so sei es. Dafür werdet ihr schon sorgen. Und wie es nicht anders kommen sollte, boxt er den nochmal in den Bauch. Glück trage ich ein Kettenhemd, aber ich gebe ihm die Genugtuung, so zu tun, als hätte er mich ordentlich getroffen. Ja, du bekommst 1-6 Schadenspunkte, beziehungsweise... Doch, er macht echte Schadenspunkte. Er sitzt in ihren Haar. 2. Das ist egal. Und damit dreht er sich um. Und verschwindet. Zornesrot. Wie ein Stier. Andra im Himmel. Ich wünschte, seine Mutter wäre am Leben. Die würde ihn nochmal übers Knie legen. Das ist Palligan, wenn wir ihn brauchen könnten. Das ist eine gute Frage, wo ist er denn? Naja, auf der anderen Seite, es hat ja auch wunderbar so geklappt. Ha! Während ihr noch in dem Saal steht, könnt ihr schon hören, wie draußen aus der Burg überall ja, die verschiedensten Hörner geblasen werden und Befehle geschrien werden, dass man sich zum Abzug bereit machen soll. Hoffen wir, dass er Okurian herbeizitiert. Er wird den Jungen hoffentlich ein wenig mildern können. Es hilft nichts, wir müssen weiter. Natürlich. Ich freue mich schon fast darauf, mit Answin zu sprechen. Er mag zwar eine Schlange sein, aber immerhin ist er eine vernünftige. Wir sollten dafür sorgen, dass die Heere nicht direkt nebeneinander lagern. Vielleicht könnten wir die Zwerge darum bitten, eine Art Puffer zu sein. Ein Schützengraben, möglicherweise. Eher ein Graben aus Bier. Und Gleichgültigkeit? Dieser Graben gefällt mir jetzt schon. Eine hervorragende Idee. Answind wird wohl in der Lage sein, seine Männer weit genug und diszipliniert genug von den anderen Lagern fernzuhalten. Aber diese beiden? Sie könnten sich der Versuchung hingeben, der Sache ein Ende zu setzen, bevor sie angefangen hat.
Ich würde gerne Answins Truppen in der Mitte sehen, aber ich glaube, das könnte die anderen beiden verärgern. Insofern ist das wohl keine gute Idee für einen Puffer. Wenn man das Schlachtfeld als Dreieck anordnen würde, wäre das eine Lösung? Und wenn wir wissen, wo der Drache auftauchen soll, können wir ihn von allen Seiten angehen. Wir wollen ihn herbeilocken, herbeibeschwören. Also. Ich muss gestehen, es wäre wohl für den Hergang der ganzen Sache wirklich das Beste, wenn man seine Nieren vom Feld tragen würde. Aber darauf werden wir wohl keinen Einfluss haben. Wer weiß? Wo ist Balagan, wenn man ihn braucht? Kommt jetzt, wir müssen los. Dann schreiben wir den 13. Zar. Ihr seid 2 Tage lang gereist in Richtung Norden. An der Reichsstraße entlang in Richtung Romulus und dann am Ochsenwasser ins Werch vorbei, wo sich weitere Xorlascher Drachenkrieger eingefunden haben. Weitere Schmiedehämmer, die tönen, Schwerter, die geschmiedet werden, Speere. Alles wird bereit gemacht und zahlreiche Heere, die vorbeigezogen sind. Armeen, Soldaten, Soldatinnen. Bis ihr dann nach 2 Tagen Zabel erreicht. Nur eine kleine Ortschaft, eigentlich sehr unbedeutend auf dem Weg zu einer ehemaligen Fährstation, hier jedoch ein riesiges Zeltlager. Ihr könnt die Banner von Answin direkt erkennen und so, nachdem ihr dem roten Mond ausgewichen seid, könnt ihr wieder mit Jeroban von Liliengrund, dem Oberst, in Richtung des Zeltlagers gehen. Answins Zeltplan wird zurückgezogen und er schaut euch überrascht an. Ah, ihr Helden, willkommen. Ich hatte euch so früh nicht zurückerwartet. Wir haben ein dringendes Anliegen. Ich höre. Für euch habe ich immer ein offenes Ohr. Euch ist Dracodan von Misaquella ein Begriff? Er sagt mir was. Tobrien, richtig? Er ist der Abgesandte des Markwarts der Drachensteine, Apep, dem Kaiserdrachen. Er kam jüngst an und präsentierte eine Möglichkeit, Rassasor an genau die Stelle zu locken, an der wir ihn haben wollen. Aber das notwendige Ritual braucht Kaiserblut. Und zwar von jedem Kaiser einen Tropfen. Das gewöhnliche Volk ruft mich zwar ein Kaiser, doch ich selbst tue dies nicht, wie ihr wisst. Verzeiht, ich meinte nicht, dass ihr Kaiser in dem Sinne seid, sondern dass ihr Mitglied des kaiserlichen Hauses seid. Schließlich adaptierte euch Reto damals. Das ist korrekt. Als solches scheint auch ihr für den Drachen einen Wert zu haben. Ich bin gerne bereit, nicht nur mein Blut, sondern auch mein Leben im Kampf gegen diesen Drachen zu opfern. Wenn ihr dies also braucht, um ihn hierher herbeizurufen oder zu beschwören, so soll ich es euch geben. Gut, ich krame die Fiole raus. Dies hier soll es wohl aufbewahren, bis es gebraucht wird. Ich versichere euch, dass ich es bewahren werde, als wäre es mein eigenes. Er reicht ihr seine Hand. Sie zittert ein bisschen, es ist immer noch kalt. Aber du darfst ihn schneiden. Ich bemühe mich, einen Schnitt zu setzen, der nicht allzu sehr blutet. Ich bin ein wenig um seinen Gesundheitszustand besorgt. Was ist das, mit dem Dolch oder mit dem Schwert? Mit dem Dolch. Ich gebe dir meinen Ritual durch, wenn du möchtest. Den aus Bernstein? Nee, den würde ich nicht wiederkriegen, deshalb. Dann nein. Na gut. Also ein ganz normaler. Gut. Kannst du ihm in die Handfläche schneiden? Er verzieht keine Miene und drückt dann seine Hand zur Faust zusammen, sodass dann das Blut in ausreichenden Mengen in die Fiole tropft. Wenn die Götter über uns wachen. Und hoffen wir, dass dieses Ritual hinhaut. So jedenfalls. Ich habe bereits gesehen, dass die etwas kleinere Streitmacht von Rohaya an uns entlang gezogen ist. Sie sind irgendwo in den Hügeln verschwunden. Ich habe es ebenso nicht für notwendig gefunden, meinen Speer herzuschicken. Ebenso zu erwarten sind die aus der Almada. Es fehlen in der Aufstellung also nur noch eure. Ich habe Abel mir bereits meine Wünsche diktiert. Blicke Abel mir an. In der Tat. Die Kaiserin scheint damit einverstanden zu sein. Er nickt. Ich tue das hier nicht für Geld, sondern
für das Reich und auch nicht für den Ruhm, sondern nur, um Dapazien zu retten und den Rest, der vom Mittelreich geblieben ist. Euer Ansinnen ihr durch. Das ist das Einzige, was von uns allen verlangt wird. Nun, wir erachten es für das Beste, wenn ihr im Norden ein wenig abseits der anderen Heerlager Aufstellung nehmt, um zu vermeiden, dass jemand auf Ideen kommt. Ihr wisst schon, diesen ganzen Konflikt vorzeitig zu beenden. Wie ihr wünscht, als Mittler zwischen den Fronten soll es eure Entscheidung sein, wo wir lagern. Ich habe bereits mit Arombolosch gesprochen, der auf dem Weg von Norden, von hier, zu mir kam und kurz verweilte und danach weiter zu seinem Bruder zog. Hervorragend. Dann solltet ihr hinreichend informiert sein. Das bin ich. Dann schlage ich vor, ihr bereitet euch auf die Schlacht vor und macht euren Frieden mit den Göttern. Bald ist es soweit. Gebt uns ungefähr einen Tag, bis wir mit unserer Mannstärke dort angekommen sind, und einen weiteren halben Tag zum Ausruhen. Danach kann das von unserer Seite aus beginnen. Auch würde ich gerne auf die Artillerie der Zwerge warten. Sie sind für den Drachenkampf ausgebildet und sollten irgendwo im Süden von hier lauern. So sei es. Kann ich sonst noch etwas für euch tun? Nein. Solange ihr euch ein paar Ausnahmen an euer Wort haltet, tut ihr alles, was ihr brauchen. Und tut ihr alles, was ihr könnt, was das angeht. Er wickelt sich nach und nach einen kleinen Verband um die Hand, um den Schnitt, sodass es nicht mehr allzu stark blutet, und würde euch dann die verletzte Hand darreichen zum Einschlagen. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsche ich euch alles Glück. Ihr werdet es ebenso brauchen wie ich. Die Götter mit euch. Und mit euch. Und damit treten wir ab. Wenn wir draußen sind, spreche ich die anderen an. Was denkt ihr? Sollten wir nach diesen Zwergen sehen oder werden die ihren Weg finden? Oh, jeder Zwerg wird seinen Weg finden. Ha, hier geht es um den Fall des Drax. Gut, dann machen wir uns auf den Weg zu Drakodan. Wisst ihr, mir kam gerade ein Gedanke. Es könnte sein, dass wir jeden dieser drei Kaiserlichen zum letzten Mal gesehen haben. Nun? Es könnte auch sein, dass wir Drakodan heute zum letzten Mal sehen. Es ist in einem... Das will ich gar nicht dran denken. Könnte so viel sein. Aber es zählt nur, was ist. Also sollten wir uns nicht unseren Kopf darüber zerbrechen, was möglich wäre und was nicht, sondern wir sollten uns auf unsere vorstehende Aufgabe konzentrieren. Ich habe das Gefühl, es gibt mehr, was wir hätten tun können, tun sollen. Wir bitten all diese, ich weiß es nicht, aber wir bitten all diese Leute, ihr Leben vor dem Drachen da niederzulegen. Nur in der Hoffnung, dass wir ihn vernichten können. Wenn es nicht funktioniert, was dann? Dann haben wir unser Möglichstes gegeben. Und die Götter werden unsere Seelen zu sich nehmen. Nun, ich möchte das bezweifeln. Diese Welt wird brennen, wenn der schwarze Drache siegt. Und unsere Seelen? Nun ja, ihr wisst, wo wir hinkommen. Dann. Ihr denkt so finster. Wir Zwerge haben schon einmal einen sehr mächtigen Drachen bezwungen. Derjenige, der die Elemente versklavt hat. Ha! Das war ein wesentlich schrecklicherer Kampf als der, der uns jetzt bevorsteht. Ihr? Also Vertrauen in die zwergische Artillerie. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Gehen wir. So zieht ihr wieder durch das kalte, finstere Land. Schnee liegt neben euch und der Wind vom Ochsenwasser zieht über die Hügel euch zwischen die Kleidung. Als ihr einen Tag später am 14. Zwerg erreicht, könnt ihr sehen, dass die Zwerge wohl ebenso wieder aufbruchbereit sind und in Richtung Norden gezogen sind oder es immer noch tun. Drachenkrieger. Immer zwischen ihnen den blinden Prediger, der sein Augenlicht und seinen Sohn an den Anagrim verloren hat. Gilemon, Sohn des Gilem. Dazwischen Albrax und
seinen Bruder, den älteren Bruder, Arambolosch, Bergkönig der Waldwacht. Wenn ihr dann an den Zwergen vorbeizieht, Rafim, der sich noch kurz mit den Trollzackern, mit seinen Trollzackern unterhält, könnt ihr zum Zartempel aufschließen, wo ihr wieder Drakodan von Misaquell findet, der euch zunickt. Ihr seid zurück. Ich hoffe, erfolgreich. Wir haben, wonach ihr gefragt habt. Also gut. Dann sollten wir uns jetzt auf die letzte Schlacht vorbereiten. Denn dies wird durch das Ritual eingeleitet. Danach gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Wo ist denn Rohaya? Nun, ich nehme an, in ihrem Lager. Ich werde sie einmal holen gehen. Wie viel Zeit wird das Ritual in Anspruch nehmen? Mit welcher Zeitspanne können wir bis zum Erscheinen des Schwarzen Drachen rechnen? Wenn ich es ausgeführt habe, einen halben Tag, die er braucht, um von seiner Gier hierher gelockt zu werden. Answin sagte uns, er würde noch anderthalb Tage benötigen, ehe er bereit ist. Ebenso bittet er um genug Zeit, auf die zwergische Artillerie zu warten. Ich stimme ihm zu. Wir sollten ebenso von Zwerch aus in Richtung Norden reiten, denn dort, wo das Ritual ausgeführt wird, dorthin wird auch Rassasor kommen. Habt ihr euch um andere Kaiserdrachen bemüht, um andere Aspekte? Nein? Nein. Andere Kaiserdrachen? Wir wissen nicht wirklich, wie man sie kontaktiert. Und wir wissen es schon. Ob wir es wirklich wollen? Nein, wollen wir nicht. Wird euer Herr sich denn die Ehre geben, Drakodan? Ich bin anwesend. Dies ist nicht die Frage, die ich gestellt habe. Aber die Antwort, die ihr bekommt. Und wenn ihr sie nicht versteht... Ich stoß mal hier alle an. Ich wusste es. Ihr wusstet was? Dass er selbst keine Klammer rühren würde? Macht die Augen auf! Aber mir habt das doch lange Zeit selbst nicht begriffen. Steht es immer noch nicht? Nein, er leuchtet mich. Das ist APEP. Ah. Drakodan lächelt dich finster an und du kannst Reißzähne erkennen. Interessant. Nun, dann verzeiht mir für diesen Vorwurf. Das Wesen eines Drachen zu ergründen ist unmöglich für menschlichen Verstand. Naja, zum Glück kann zwergische Artillerie einen Drachen ganz gut ergründen, nicht wahr? Der Hochkönig macht ähnliche Witze wie ihr. Also gut, brechen wir auf in Richtung Norden und dann brauche ich die drei Fionen. Boltax sollte das wirklich lassen. Wieso? Er hat gerade meinen Humor gelobt. So freundlich hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt. Nicht, dass Drachen einen Sinn für Humor haben. Ich glaube nicht, dass das Humor war. Ah. Nun, warum nicht? Mit wie vielen habt ihr denn bereits gesprochen, Boltax? Nun, mit einem. Eben gerade. Na, dann ist es doch schön, dass ihr einen offenen Geist bewahrt. Ja. Wir sollten weitergehen. Ihr zieht erneut in Richtung Norden, wieder nach Zabel und trefft dann an einer großen Lichtung auf das Ochsenwasser, ein Fluss, einen kleinen Tempel des Effort, der hier aufgebaut worden ist, und auf einer kleinen weiteren Hügelkuppe ein Tempel der Pereine. Alles ist sorgsam abgerodet, abgebrannt, nur so wie Angrosch und die Zwerge es vermögen. Es gibt zwar noch den einen oder anderen kleinen Hügel, eine leichte Erhebung, den einen oder anderen Fels, doch hier kann man reiten, ohne dass Pferde stolpern, sich die Haxen brechen. Ihr seid da. Auf dem Schlachtfeld der drei Kaiser. Für ein Schlachtfeld sieht das gar nicht übel aus. Wir haben schon schlechter im Gelände gekämpft. Das ist wahr. Es überrascht mich, gleich zwei Tempel hier vorzufinden. Aber es ist sicher nicht die schlechteste Wahl. Es ist ein wenig offen, nicht wahr? Das ist der Plan. Der Drache kann fliegen, ob das Gelände offen oder
Nun, der Klüftetest macht ihm relativ wenig, aber wir kommen nur nicht heran. Wir können uns aber auch nicht verstecken. Ich denke, die Zeit, um sich voraussetzen zu verstecken, ist vorüber. Kein Hügel bietet uns Schutz. Kein Strauch bietet uns Schutz vor seiner Sicht. Sagt ihr nicht, erkennen, dass Albrax neben euch mit einem Bier steht und Boltax eins in die Hand drückt, euch zuprostet. Aber Bier, weiter mieser Peter. Bäume sind nicht gut. Verstecken bringt nichts. Wachen können spüren, wo du bist. Er tippt sich gegen den Kopf, gegen die Stirn. Außerdem, wenn du dann in einem Flammenmeer stehst, über dir, neben dir Bäume brennen, kannst du den Himmel nicht mehr sehen. Und du kochst in deiner Rüstung zu Tode. Auch nicht gut. Wer ist jetzt negativ? Ich bin Realist, kein negativer Bergkönig. Das ist richtig. Also, wir haben das restliche Holz, was wir geschanzt haben. Wir haben eine kleine Palisade gebaut. Die wird nicht viel halten, aber wir wissen noch nicht genau, mit was wir es zu tun bekommen. Wir werden uns zumindest auf diesen Hügel hier stellen. Der ist ein bisschen erhöht. Die anderen haben gesagt, vor allem die Leute von Answin, die waren vorher schon da, vor allem die Speer, haben gesagt, dass man oben das Haus von der Perrein, da kann man gut umbauen. Da gibt es wohl auch noch Stallung, aber da kann man auch ein Lazarett hinstellen. Und von dem Hügel können wir unsere Verwundeten schnell abtransportieren. Das, was du, Boltax, vorhast, kannst du da oben im Norden irgendwo machen. Mhm. Das soll wohl ganz reines Wasser sein, sagt ja. Die Speer zumindest. Und wir lassen dem Drachen genug Platz zum Landen, damit er sich nicht eingeengt fühlt. Sonst würde er nicht landen und die ganze Zeit oben Feuer speien. So, Abelmiert, jetzt kommst du. Nun, das freie Gelände hat natürlich seinen Vorteil. Wir können die Belagerungsmaschine einsetzen. Genau. Und die Pferde. Skorpione, genau. Ja, reiten sollt ihr mal machen. Wir haben zwar ein paar Esel, aber ich glaube nicht, dass das nützlich ist. Wir haben einige Drachenlanzen. Brauchen wir 4 Zwerge für. Werdet ihr mal sehen, wie wir Krieg führen. Ah, das ist wirklich sehenswert. Das müsst ihr euch unbedingt angucken. Eingespielten, das sind ja meistens Zwillingsbrüder. Das ist wirklich ein Augenschmaus. 4 Länge, Boltax, 4 Länge. Zwinkert dazu. Ja. Nun, aber auf jeden Fall ist es wirklich sehenswert. Da hat er ruckzuck keine Chance mehr. Wie groß sind denn diese Lanzen, wenn es 4 Zwerge braucht, um die zu führen? Aber schon ein paar Meter. Ja, das braucht es vermutlich auch, wenn man die Größe des Drachen bedenkt. Ja, sicher. Und die Kraft von 4 Zwergen. Hat auch kurzzeitig überlegt, ob wir eine Lanze bauen, die mit 8 Zwergen geführt wird. Aber das haben wir dann verworfen. Ja, dann hast du Finsterfang mit dabei. Selbstverständlich. Gott. Wir haben an dieser Tage schon nochmal ein wenig geübt, Ringe zu stechen. Das ist wohl nicht dasselbe wie diese Halskette, aber mehr kann ich nicht tun. Ich glaube, das trifft schon ganz gut. Ringe stechen. Nur, dass der Ring brennt und alles um dich herum auch und du Angst hast. Aber es trifft's ganz gut. Und dass du beim kaiserlichen Turnier im Frühling da warst. Und wenn ich keine Angst hätte, könnte ich mich Rafim anschließen. Ja, der steht schon da hinten und segnet irgendwas mit Blut ein, habe ich schon gesehen. Soll er mal machen. Es ist gut, dass das Gelände zu beiden Seiten ansteigt, Voltax, oder? Ja. Denn wenn dein Elementar hier, ich weiß nicht, könnte eine Flutwelle oder so machen und wir wollen ja nicht, dass es uns die ganzen Truppen wegspült. Nun, was er macht, das wird fantastisch und gigantisch. Wie gesagt, Wasser ist das konträre Element zum Feuer. Und wir können damit hoffentlich den Drachenbrand ein wenig im Zaum halten und dem Drachen vielleicht sogar tatsächlich bedeutenden Schaden zufügen. Die Macht des Wassers kann unermesslich sein und eine Flutwelle von enormer Wucht selbst einen solchen Drax umwerfen.